Jo, hallo Leute, ich bin's, Fabian, euer Powerphysio. Weil das momentan ja der letzte Schrei ist, sogenannte Voice-Overs zu machen und ein bisschen was zu seinem Training zu erzählen, dachte ich mir, ich mach das auch mal. Das bin ich übrigens beim Beugen von 175 Kilo. Dann kommt mein Backup sozusagen, das was ich danach immer beuge, mit 145. Ja, also dem ich ein bisschen rumbeugen. Im Moment sieht mein Training so aus, dass ich viermal die Woche beuge, viermal die Woche drücke und viermal die Woche entweder rudere oder kreuzhebe. Immer in Variationen. Beugen und drücken, oder generell trainieren tue ich momentan montags, mittwochs, freitags und samstags. Das sind im Moment meine Trainingstage. Ich wollte diese Idee mit der hohen Frequenz beim Training einfach mal durchziehen. Und mal gucken, wie ich damit klarkomme. Und bisher muss ich sagen, komme ich damit sehr gut klar. Es gibt Tage, das ist etwas besser und Tage, das ist etwas schlechter, so von der Form her. Aber ich denke, wenn man sehr oft trainiert, dann kriegt man seine Tagesform einfach viel eher mit. Also man bekommt mit, wenn mal was in der Erholung nicht gut lief, wenn man mal nicht genug gegessen hat, wenn man mal nicht genug geschlafen hat. Wenn man mal etwas steifer ist als sonst, das bekommt man, wenn man viermal die Woche beugt, drückt, hebt und rudert, doch eher mit, als wenn man nur einmal die Woche beugt, drückt, hebt oder rudert. Und oder, weil man eben andere Zeiten hat, sich darauf vorzubereiten, als wenn man das oft macht. Ja, momentan beuge ich nach einem relativ simplen Schema. Ich mache meistens, oder eigentlich immer, vier Sätze. Montags A6 Wiederholungen, mittwochs 5 Wiederholungen, freitags 4 Wiederholungen und samstags 3 Wiederholungen. Angefangen habe ich mit montags 70% meines 1 Wiederholung Maximum. Das war in der Beuge, habe ich relativ niedrig kalkuliert, weil ich gerade, ich glaube Silvester war das, gerade so 200 Lowbar gebeugt habe. Habe ich einfach die 2 genommen. Beim Bankdrücken habe ich jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit 135 gedrückt, die waren ganz gut. Da habe ich die gar nicht wahr, 130 habe ich gedrückt, die waren ganz gut. Die 135 habe ich nicht geschafft, die habe ich dann aber irgendwann nochmal gedrückt, als ich mit dem Team Insanity ausgemacht habe. Dafür lief es irgendwie kein Video, ich habe da auch nichts Großartiges gerissen. Ja, deswegen habe ich 130 als Berechnungsgrundlage genommen und komme ich bisher sehr gut klar. Ja, hier sieht man schon eine Besonderheit meines Trainings momentan, hat man ja auch schon an den 175 gesehen. Ich mache vor meinem eigentlichen Training immer einen relativ schweren Single, also eine einzelne Wiederholung. Das berechne ich danach, dass ich sage, okay, komm, gucken wir mal, heute machst du, hier in dem Fall zum Beispiel drücke ich 4x, 6x 95 und dann rechne ich das mit einem 1RM Rechner hoch. Also ich rechne die Wiederholung auf das 1 Wiederholungsmaximum und da kommt dann, glaube ich, in diesem Fall 115 oder 117 raus. Und ich mir gedacht, 115, 170 ist ein bisschen wenig für ein Single. Das drücke ich ja irgendwie nächste Woche dann auf 3 Wiederholungen und deswegen drücke ich immer auf 120 mindestens oder eben das entsprechende 1RM zu dem, was ich im Backoff-Volumen danach drücke. Ja, hier sieht man viele Kameraperspektiven, bei denen ich vor allen Dingen darauf achte, was, wann, wo meine Ellbogen machen, ob mein Hintern auf der Bank bleibt, wie viel Ganzkörperspannung ich habe und brauche, um das Gewicht anzuschieben. Das sind so Sachen, auf die ich achte. Und natürlich auf meine Schulterposition. Ich versuche, meine Schultern möglichst hinten zu halten, weil ich einfach keine Lust habe, dass ich in 2 Jahren keine Schultern mehr habe, mit denen ich Bank drücken könnte. Ja. Was kann man denn noch erzählen? Die Frage, die natürlich jeden interessiert, ist, warum trägst du immer rote Shirts? Das ist total simpel erklärt. Das sind sehr, sehr günstige Shirts. Ich glaube, die Shirts haben mich pro Stück 2,99 damals gekostet, als ich mir die angeschafft habe. Oder 4,99, irgendwas in der Richtung. Das sind einfach Trainingsshirts. Wenn die Shirts kaputt gehen, ist mir das egal, weil die Shirts leicht zu ersetzen sind mit 3 Euro pro Shirt. Die Shirts, diese roten Baumwoll-Shirts, die schmeiße ich einfach in die Waschmaschine, insgesamt bei 90 Grad und koche den Kram durch, damit es gar nicht erst anfängt zu stinken. Es sind einfach super günstige Shirts,
dass sie rot sind, hängt einfach damit zusammen, dass ich mir das erste Mal, als ich mir Trainingsshirts gekauft habe, direkt 5 rote gekauft habe. Und es sind dann einfach rote dazugekommen, weil ich schon eine rote hatte. Ja, und mittlerweile sind die roten Shirts fast so ein kleines Markenzeichen geworden. Ich finde das ganz cool. Achso, hier mache ich übrigens Defizit heben. Ne, gar nicht wahr, das ist Volumen heben. Das ist auch vom Defizit. Ich glaube, da erhöhe ich das Defizit nach und nach immer um 3 cm. Also immer eine Matte mehr, bis ich zum Schluss dann von, ich glaube, 12 cm hebe. Ja, das müssten jetzt schon 12 cm sein. Also das ist schon, da berührt die Hantel unten schon meinen Spann fast. Das ist jetzt der Montag, da mache ich nach dem Training Volumen heben. TDR, in diesem Fall hier, gefilmt habe ich nur 3x, 10x, 120, gemacht habe ich aber 4x, 10x, 120. Das ist nicht schwer, das ist einfach um die Bewegung des konventionellen Hebens wieder reinzukriegen und um den Rücken ein bisschen zusätzlich zu den Kniebeugen zu trainieren, weil, wie ihr seht, habe ich da mehr Vorlage. Ja, hier, das ist schon der Single mit 182. Wie ihr seht, freue ich mich da, weil es doch sehr gut ging. Dann kommt das Backoff von 155. Das war schwieriger, als ich gedacht hätte. Fühlte sich sehr schwer an, weil also ich führe es zurück auf das Defizitheben vielleicht. Also das fühlte sich schon alles nicht leicht an, aber es ging eigentlich doch ganz gut. Ja, was kann man denn noch so erzählen? Rote Shirts habe ich erzählt. Ja, ihr seht, ich habe jetzt seit kurzem ein Power Rack. Das habe ich vom Strength Shop. Das ist soweit gut. Man fühlt sich deutlich sicherer, als wenn man nur so eine Squat Stance hat, mit dem man beugt, weil um einen Horn einfach so metallkäfig ist und der beschützt einen vor allem Scheren, was auf einen landen könnte. Das gibt einem schon ein sehr sicheres Gefühl. Ja, ansonsten trainiere ich in meinem Keller. Seht ihr hier, da stand eben die Bank. Die Bank steht da, weil ich sonst wirklich nicht genug Platz habe. Also das sieht man in meinen Videos, glaube ich, sehr schlecht, aber der Raum ist wirklich klein. Also wenn die Hantel, so wie ich sie hier habe, beim Beugen im Rack liegt, komme ich da kaum dran vorbei, ohne irgendwelche Verrenkungen zu machen, weil ich sonst dagegen laufe. Weil nämlich, wenn, also auf dem Video hier rechts ist ja auch noch ein Tisch, da steht meine Stereoanlage drauf, mit der ich Musik höre. Ja, apropos Musik, mir wurde schon gesagt, ich höre ziemlich lustige Musik. Im Moment höre ich vor allen Dingen so Anime-Soundtracks, weil mir die Copyright-Geschichte von YouTube echt auf die Nerven geht. Der scheißt mich bei jedem Video an, dass das Inhalte von Drittanbietern hat. Und das finde ich ziemlich nervig und das versuche ich so zu umgehen. Es sind ja sowieso jedes Mal nur 40 Sekunden Stückchen. Ich glaube maximal 40 Sekunden. Und da habe ich keine Lust, ständig Copyright was auf den Kopf zu kriegen. Das ist mir einfach zu nervig. Ja, das sind die 155, glaube ich, noch. Müssen sie sein. Momentan versuche ich, so gut es geht, jetzt mal einen Single mit 120. Was ich momentan vor allen Dingen versuche, ist eine bestimmte Konsistenz in mein Training zu bringen. Dass ich immer gleich auf der Bank liege, dass ich immer auf Tiefe beuge, dass ich die Wiederholungen, die ich mache, so ähnlich wie möglich mache und natürlich so sauber wie möglich. Hier sieht man zum Beispiel, dass ich beim Ablassen die Hantel noch fast beschleunige. Das ist eigentlich, das wollte ich mir abgewöhnen, weil ich so wenig Kontrolle gelernt habe. Da sieht man hier im nächsten Satz schon, dass ich da wieder etwas langsamer arbeite, weil ich beim Bankdrücken gerade noch darauf achten muss, wann die Hantel denn nun wo ist. Also ich muss wirklich den Ablagepunkt treffen, zu dem ich sie bringen will, und meine Ellbogen dabei einigermaßen unter Kontrolle halten, damit das Bankdrücken sich einigermaßen gut anfühlt. Bankdrücken ist bei mir einfach wirklich schlecht. Sieht man ja auch. Stark ist das nicht. Ja, was kann man denn noch erzählen? Momentan wird das Training interessanterweise von Training zu Training eher leichter als schwerer. Das ist mal ein ganz witziger Effekt, den man auch sonst, glaube ich, selten hat. Was aber einfach damit zusammenhängt, dass man, wenn man so oft trainiert, zu den Bewegungen, die man da überhaupt macht, einen ganz anderen Zugang bekommt. Das läuft alles deutlich automatischer ab, als wenn man sich jedes Mal überlegen muss, wie man es macht. Vor allen Dingen, wenn man es so macht, wie ich es jetzt mache, dass man immer jedes Mal versucht, die Ausgangsposition zu standardisieren. Ich versuche immer gleich auf der Bank zu liegen.
versuche bei Kniebeugen immer gleich zu stehen. Und so hat man da schon mal weniger Spielraum, und das kann man natürlich immer noch weiter auf die Spitze treiben, indem man wirklich die Bewegung ganz langsam kontrolliert macht. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Ich brauche es momentan beim Bankdrücken, wenn der negative Hantel dahin kommt, wo ich sie gut anschieben kann. Bei dem mache ich übrigens eine Rudervariation. Steel Rows heißen die, glaube ich. Ich nenne die einfach nur Brustunterstütze Rudern, weil ich auf diesem Brett da liege und somit wenig Sprung holen kann. Wie man sieht, ich glaube, ich habe hier auch eine zwei Sätze gefilmt. Ja, zwei Sätze. Wie man sieht, ändere ich den Griff. Und das hängt damit zusammen, dass ich verschiedene Anteile meines Rückens damit hoffe, trainieren zu können. Ich greife erst relativ eng, dann etwas weiter, dann noch weiter, immer so handbreit, immer weiter. Und so ist es dann so, dass ich mit dem Enggriff eher so meinen Latissimus treffe, was auch gewünscht von mir ist. Und wenn ich mit weitem Griff greife, dass ich eher so mit oberen Rücken und hier der Schulter treffe. So habe ich meiner Meinung nach, also wie alles drin. Also so funktioniert das bei mir ganz gut. Das ist noch nicht der ganz weite Satz, aber ich glaube, den ganz weiten habe ich nicht gefüllt. Ja, Rudern mache ich viel Volumen, weil ich mir einfach denke, dass das beim Rudern so am sinnvollsten ist. Richtig schwer rudern. Keine Ahnung. Wenn ich Ruderer wäre, würde ich das vielleicht machen. So, Beugen, das ist Freitag. Hier sind 185 in Single. Der ging sehr gut, also der war relativ langsam, weil ich auf die Technik achten wollte. Dann kommen 165 im Backoff. Die waren zäh. Die fand ich echt schwer. Ja, wie man sieht, habe ich so eine ganz eigene, lustige Technik. Ich gehe runter, dann schieben meine Knie nämlich so ein bisschen raus. Was einfach mit meinen Hebeln zusammenhängt. Ich habe sehr lange Oberschenkel und einen sehr kurzen Torso. Das sieht man manchmal in den Side-Videos, vor allen Dingen, wenn ich die Hand in die tiefe Ablage lege, dann habe ich quasi einen Oberkörper, der parallel zum Boden ist. Und ja, zum Beugen sind das keine besonders guten Proportionen, zum Heben dafür sind sie umso besser, weil ich einfach relativ wenig Strecke habe, wenn ich meine Hüfte nah an die Hand bringe. Hier sieht man, glaube ich, auch ganz gut, dass ich manchmal probiere, auf Tiefe zu kommen, weil ich einfach diese Wahrnehmung nicht so richtig habe. Meistens ist es auf gut Glück, ich gehe runter, bis ich nicht weiter runter kann, dann komme ich wieder hoch. So, da arbeite ich aber momentan auch dran, dass ich die Tiefe verlässlich mit jeder Beuge treffe, weil ich der Meinung bin, nur was ich wirklich auf Tiefe bringe, kann ich auch auf Tiefe bringen. Also wenn ich zum Beispiel rechnen möchte mit, nehmen wir mal das Beispiel hier, das sind jetzt 4x4x 165. Ich glaube, im Einwiederholungsmaximum sind 4x165, 182 und 185. Wenn ich die allerdings jedes Mal nicht auf Tiefe gebracht habe, dann ist die Frage natürlich, kann man das überhaupt umrechnen? Und was das Umrechnen betrifft, bin ich da schon ein Fan von, weil ich damit Progression feststellen kann. Wenn ich alle auf Tiefe beuge, kann ich es eher umrechnen, als wenn ich nur die Hälfte auf Tiefe beuge. So, deswegen versuche ich oft und immer auf Tiefe zu beugen. Das ist manchmal schwer, manchmal ist es einfacher. Aber wie gesagt, das kommt auf die Tagesform an. Manchmal ist die Hüfte steifer, manchmal ist die Hüfte weniger steif, und dann geht's besser, geht's schlechter. Das fällt einem wahrscheinlich so auch nur auf, wenn man so häufig trainiert. Hier ist dann ein Single mit 125, glaube ich. Ja, 125 müssen das sein. Das ist für mich schon relativ viel Gewicht, wenn man sich überlegt, dass ich bisher im Wettkampf überhaupt nur zweimal über 135 gedrückt habe. Weil ich einfach so ein... Ich kann es einfach nicht, ich kann einfach keine Bank drücken. Momentan wird es langsam besser, das finde ich cool. Das hängt bei mir vor allen Dingen damit zusammen, dass ich, wie ich schon gesagt habe, angefangen habe, alles zu standardisieren. Ich liege jetzt immer ähnlich auf der Bank, ich stelle die Füße möglichst immer in eine ähnliche Position. Ich achte darauf, was meine Arme machen, leg die nicht zu doll an oder leg die nicht bewusst doll an, spreiz sie aber auch nicht ab. Es sind viele kleine Sachen, die zusammengekommen sind, und hier sieht man übrigens ganz lustig, dass ich, also entweder habe ich rechts einen längeren Arm, oder meine rechte Schulter liegt nicht so gut auf der Bank. Das liegt einfach an meiner Bank. Die ist ziemlich schmal. Also ich habe manchmal echt Probleme, auf der Bank liegen zu bleiben, wenn ich drücke und ein bisschen Umwucht, sag ich mal, komme. Dann mache ich fast den Absegler und fliege da runter. Das werde ich in Zukunft nochmal ändern. Da habe ich auch schon einen Kumpel von mir, der heißt hier auf YouTube, heißt der Big Yaya oder Big Jaja. Das ist ein ziemlich starker Kerl auch. Und der hat sich selbst eine Bank gebaut und der möchte mir helfen, dass ich auch eine vernünftige Bank habe. Das finde ich schon ziemlich cool.
könnt ihr übrigens mal vorbeigucken. Big Jar Jar ist auch unter meinen Abos, falls ihr das raussuchen wollt. Ja, und sonst drücke ich hier gerade 4er mit 110. Das war, glaube ich, der letzte Satz. Ja, das war ein 5er, weil es mir zu leicht war. Es war mir einfach zu leicht. So, hier sieht man jetzt einen 10er mit 190. Das ist das Training von heute. Ziemlich einfach. Also, ich habe das Gefühl, die Singles werden immer leichter und das Volumen hinterher wird immer schwerer. Das sind jetzt 175 auf 3er. Ich habe heute viel Wert darauf gelegt, dass ich versuche, auf Tiefe zu kommen, weil mir ist aufgefallen, je schwerer das wird, das Gewicht, desto mehr neige ich dazu, die Tiefe zu vernachlässigen. Und das ist ja, wie ich schon gesagt habe, wenn ich hochrechnen möchte, von Wiederholung auf eine Wiederholung, dann ist es sinnvoll, das zu tun von Wiederholungen, die auch alle vernünftig waren. Und deswegen versuche ich jetzt immer, alle auf Tiefe zu beugen. Man muss dazu sagen, Beugen fühlt sich für mich absolut unnatürlich an. Also wo Heben für mich einfach komplett natürlich ist, ist Beugen schrecklich. Bei einigen Wiederholungen sieht man das, was mein Körper am liebsten machen würde. Mein Körper würde am liebsten runterfallen, dann die Schienbeine vertikal stellen und dann einfach mit einem Good Morning aufstehen. Weil ich da tatsächlich meine Körperkraft habe, wohl einfach in meiner hinteren Kette, die einfach alles andere überlagert. Deswegen fällt es mir sehr schwer, meine Oberschenkel da vernünftig reinzubringen und ich muss mich immer auf halber Strecke bremsen, damit, die hatten es gesehen, da gehen meine Knie kurz nach hinten und nach vorne, das ist eigentlich suboptimal, sie dürften gar nicht erst nach hinten schießen. So, hier sind 127 und zack. Also das fand ich schon, das ist für meine Verhältnisse schon ziemlich gut. Ich würde sagen, momentan kann ich mit 127 ungefähr 3 Wiederholungen drücken, auch das wäre für meine Verhältnisse wirklich gut. Hier drücke ich jetzt 115 als Backoff auf 3er, 4 3er glaube ich. Ja, wie man sieht, mache ich den größten Teil oder eigentlich fast alle meiner Wiederholungen mit Pause auf der Brust. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich Wettkampf-Powerlifter bin. Und im Wettkampf muss ich meine Versuche mit Pause drücken. Und ich denke mir, je eher ich lerne, mit der Pause gut klarzukommen, aus der Pause gut zu starten, desto besser kann ich meine Trainingsleistung im Wettkampf übertragen. Das ist die Idee dahinter. Außerdem muss ich sagen, dass ich momentan mit Pause besser drücken kann. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Zeit brauche, mich zu sammeln oder um, keine Ahnung, Schwung zu holen. Auf jeden Fall ist es momentan so, dass ich mit Pause besser drücke als Touch and Go, also wenn ich nur meine Brust prüfe. In Zukunft möchte ich anfangen, den letzten Satz, also den letzten Satz meiner 4 Sätze, immer Touch and Go zu drücken. Und im Moment mache ich es immer so, dass ich eine mehr drücke, als der Plan eigentlich verlangt. Ja, heute habe ich wieder gehoben. Das sind 100 Kilo. Die sind quasi einfach vom Boden. Die Hand liegt auf Matten und ich stehe auf einer Matte. Hier sieht man jetzt, dass eine Matte mehr mit 120 Kilo. Da hebe ich halt von 3 cm Defizit. Hier sind 240 von 6 cm, also und so weiter, seht ihr, wie das dann passiert. Die Idee dahinter ist, dass ich in der Beuge, da ich ja momentan mit hoher Ablage beuge, weniger Vorlage habe, als ich sie haben werde, wenn ich wieder auf tiefer Ablage umsteige. Und so versuche ich den Rücken für die Beugen mit tiefer Ablage stark genug zu halten, damit ich da keine Kraft verliere sozusagen. Außerdem ist mir neulich aufgefallen, dass ich nicht mehr konventionell vernünftig heben kann. Und das kann ja nicht sein. Ja, ich danke euch, dass ihr euch mein Video angeguckt habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr einfach in die Kommentare. Ich muss dann mal gucken, ob ich noch weitere Voice-Overs mache und die Fragen so beantworte. Oder ob ich die Fragen in den Kommentaren beantworte. Danke und tschüss.